Guten Morgen. Hey. Du gehst schon? Wollten wir nicht heute Morgen zusammen frühstücken? Ja, ein paar Leute von meinem Kolloquium wollten sich so früh treffen. Und danach gehe ich noch ins EMS-Studio. Tut mir leid. Aber ich habe dir einen frischen Kaffee gemacht. Steht in der Küche. Ciao. Tschüss. Neidisch. Und gestern hat er mir Stracciatella-Joghurt vom Naro mitgebracht. Hat er das bei dir auch gemacht? Ich mag keinen Joghurt. Und am Sonntag haben wir zusammen Eis gegessen und Narnia geguckt, weil wir das als Kind so geliebt haben. Vielleicht ist er ja doch schwul. Marcella, das ist nicht witzig. Ich hab dir doch erzählt, dass wir miteinander geschlafen haben. Und es war so... Er war so fürsorglich. Nicht so egoistisch wie die anderen Typen. Ja, bitte, erspar mir Details. Dich hat's voll erwischt. Ich fühle mich einfach... Es ist so schön mit ihm, verstehst du? Ja, aber meinst du nicht, dass er langsam was sagen sollte? Wenn er nicht blöd ist, dann muss er doch merken, was du fühlst. Vielleicht ist er einfach nur total schüchtern. Das glaube ich nicht. Hattest du mal was mit ihm? Spinnst du? Du musst mit ihm reden. Du musst wissen, was los ist. Ansonsten verschwendest du nur deine Zeit. Ach, hey! Hey! Du bist ja schon zu Hause. Ja, komm, gib her. Danke. Ich dachte, ich koche uns heute was. Ja, ich war früher da und dachte, ich fange schon mal an. Couscous. Super. Die Paprika ist allerdings ein bisschen alt. Ach, das macht doch nichts. Und? Wie war es im EMS-Studio? Gut. Wie immer. Anstrengend. So viel Sport. Das wäre nichts für mich. Ja. Lea, hör zu. Ich glaube, ich muss dir noch was sagen. Ich... Ich muss dir auch noch was sagen. Hey, hör zu. Du bist wahnsinnig nett und unglaublich schön und auch sehr witzig. Und es tut mir leid, wenn ich einen falschen Eindruck bei dir hinterlassen habe. Aber ich habe im Moment überhaupt keinen Kopf und auch keine Zeit für eine feste Beziehung. Okay. Gut zu wissen. Feste Beziehungen sind eh total out. Ja. Will ich auch nicht. Wir können es ja locker angehen. So wie vorher. Da war nichts vorher. Nein? Habe ich das geträumt? Ich habe dich gefragt, bevor ich eingezogen bin. Nur Mitbewohner? Du hast ja gesagt, nur Mitbewohner. Hey, wenn du jetzt möchtest, dass ich wieder ausziehe, dann kann ich das verstehen. Quatsch. Du hast mir jetzt schon nicht das Herz gebrochen. Okay. Allerdings hasse ich Couscous.